Was er lekkere bedrijlendige? Wen meinst du denn? Mein Liebhaber. Wir sind doch ganz allein, mein Schatz. Du und ich, wir beide. Wen denn? Wo ist er lekkere? Es ist doch nur... Auf die Knie, Schlampe elendige. Aber was willst du mit dem Rohr? Willst du sehen, jetzt bist du fertig. Aber jetzt bist du dran. Aber easy door. Was du nicht willst, das kommt halt vor. Die Welt ist anders, als du denkst. Schau, dass du mir ein Schmuckstück schenkst. Reiche. Also, da kommen wir nicht weiter, hören Sie mal, junger Mann, hören Sie mal auf. Mit der Komödie. Ich fürchte, Sie machen sich eine vollkommen irreale Vorstellung von Ihrer Situation. Die Fakten sprechen doch ganz andere Sprachen. Wir leben in der Geldzeit. Sie? Ja, Sie meine ich. Haben Sie schon mal was von negativen Humankapital gehört? Hä? Nein? Nee, machen Sie. Los! Nichts anderes sind Sie. Ich als Ihr Vermögensberater, obwohl Vermögen ist hier wohl nicht das richtige Wort in Ihrem Falle, was? Fall ist auch gut. Nein, im Ernst. Fakt erstens. Sie sind nicht mehr solvent, nicht mehr liquide und damit praktisch vollkommen geliefert. Ja, am Arsch, wenn Sie so wollen. Hm? Sagen Sie mal, wie ich weiß gar nicht, wie Sie mir sagen sollen. Wie stellen Sie sich eigentlich vor, wie Sie Ihre Zukunft meistern wollen? Hm? Schauen Sie einmal den Fakten in die Augen. Nein? Wollen Sie nicht, trauen Sie sich nicht, bitte, wie Sie wollen. Bleiben Sie ignorant. Fakt zweitens, Sie brauchen Barmittel, finanzielle Ressourcen, progressive Rücklagen, Finanzierung funktioniert nur über das Tagesgeschäft als Freischaffender. Mit anderen Worten, Sie müssen gnadenlos hart arbeiten. Spielen Sie, was das Zeug hält. Da baust die Maus keinen Faden ab. Wenn die Maus überhaupt noch einen Faden findet, in dieser Puppenburg hier. Fakt drittens. Marketing, Akquisition, Logistik müssen optimiert werden. Sie müssen sich offensiver vermarkten, aggressiver anbieten, innovativer verkaufen. Menschenskinder, Sie können doch nicht einfach so mir nichts, dir nichts in den blauen Himmel hineinleben. Sie haben doch laufende Kosten, explodierende Zinsen. Der Schuldenberg ist größer als Ihr Haus. Vom Sanierungsbedarf will ich gar nicht mal erst anfangen. Nein. Fakt viertens. Ihre Altersversorgung ist hundsmiserabel. Sie haben keinen Auszahlungsplan, keine Kassenleistungen, keine Bonität, nichts! Haben keine Grundversorgung, können sich keine Gehhilfe leisten und auch kein Gebiss. Nichts mit anderen Worten. Oh Gott, damit können Sie einpacken. Ist Ihnen das jetzt eigentlich bewusst, in was für eine katastrophale Lage Sie sich befinden? Nein? Sagen Sie mal, haben Sie einmal was zu sagen vielleicht? Doch, ich hab halt einmal gemahnt. Ach Gott, mit dem Staat in den harten Zeiten hat überhaupt nichts zu tun. Sie haben alles selbst in der Hand. Spielen Sie sich frei, packen Sie beherzt ein neues Projekt an und spielen Sie bis zum Umfallen. Mensch, das Kinder so leicht haus, uns alte Haudegen noch nichts sagen, was? Alter Brenner Kasper! Sie brauchen nur so spielen, wie man es heutzutage braucht. Schauen Sie sich's doch alle an, wie sie uns angaffen. Das werden Sie noch wohl hinkriegen, was? Sie haben doch Ihre Puppen. Damit sind Sie nie allein. Die Puppen ist doch alles, sind alles, was Sie haben, ist Ihr ganzes Kapital. Die Puppen und... Ach Gott, und Sie selbst. Ohne die Puppen sind Sie eigentlich null. Künstlerisch ist nichts, kaum der Rede wert. Ne? Ne. Ihr
meinst doch nur gut mit ihnen. Wir brauchen Einnahmen, wir brauchen Umsatz, wir brauchen Gewinne. Wir brauchen Beliebung der alten Stücke, wir brauchen neue Stücke, wir brauchen Presseartikel. Wir brauchen Fördermittel, wir brauchen Referenzen bei den Banken. Und denken Sie an die Sicherheiten, vor allem die Sicherheiten. Gleich ist gleich vorbei. Meine Tablette! Geben Sie mir meine Tablette! Meine Tablette! Ich brauch gar nichts. Ich brauch nicht einmal mich selbst. Und euch brauche ich ja gleich zweimal nicht. Ich hab das ganze Spiel durchgeschaut. Den ganzen Kulturzirkus mitmacht. Bloß wenn man da mitspielt, ist man wer. Aber wenn man so ist, wie man ist, dann ist man nix. Ich verrat's mich nicht! Jetzt ist Schluss.